Herzlich willkommen zu Digital Upgrade, dem Videopodcast mit Tipps, Tricks und News zu Microsoft Windows, Apple Mac OS, Linux, vielen Freeware- und Open-Source-Vorstellungen sowie der neuesten Unterhaltungselektronik. Und jetzt viel Spaß bei Digital Upgrade. Hallo und herzlich willkommen zur 7. Show von Digital Upgrade. Ich bin der Basti. Und ich bin der Tino. Und wir heißen euch heute herzlich willkommen bei der ersten Sendung im Kompaktformat. Was bedeutet das für euch? Genau, wir wollen versuchen, die Sendung nicht mehr so lang zu halten wie sonst, also nicht mehr eine Stunde oder mehr, sondern wir schauen, dass wir das Ganze auf 30 Minuten circa reduzieren. Ja, und dafür halt wirklich die Show jede Woche rauszubringen. Und ich denke, das ist für euch besser, das ist für uns besser, können wir ein bisschen den Content verteilen und wir wollen mal sehen, ob das besser ankommt. Ja, und ihr habt ja vielleicht schon mitgekriegt, wir hatten schon mal vor, irgendwie was mit Server und Hardware zu machen und das wollen wir jetzt in dieser Sendung an den Mann bringen. Genau. Also wir stellen heute vor die Hardware für einen Home-Server, auf dem wir anschließend dann ein Linux-Betriebssystem installieren wollen und wer hätte es anders gedacht. Wir nehmen natürlich gleich das neue Ubuntu Linux und zwar den Dapper Drake. Genau, also wie gesagt, Home Server, das ist besonders für die interessant, die dann sagen, hey, wir sind mehrere zu Hause, wir wollen mal vielleicht unsere Datenzentrale ablegen, wir wollen E-Mails abrufen können, ohne dabei auf einen zentralen Mail-Server zugreifen zu wollen, wollen vielleicht unseren eigenen FTP-Server haben oder einen eigenen Webserver, um irgendwelche kleinen Webseiten oder vielleicht also nicht nur unbedingt nach außen präsentieren zu können, sondern vielleicht auch nach innen präsentieren zu können, für andere Netzwerkteilnehmer. Und für solche Geschichten ist ein Home-Server natürlich sehr ideal. Richtig. Und ja, genug der vielen Worte. Wir steigen heute ein bisschen anders ein wie gewohnt. Wir fangen jetzt gleich an mit den News. Dann wisst ihr, was in den letzten Wochen so passiert ist. Und anschließend seht ihr mal unsere Low-Price-Hardware. Genau, also los geht's mit den News. Nummer 1. Nike baut iPod-Adapter in seinen neuen Schuh ein. Ja, die Firma Nike, der Sporthersteller, hat in seine neuen Laufschuhe einen Bluetooth-Adapter eingebaut, wo man zusätzlich so ein kleines Ansteck-Clip-Ding hat, das man an seinen iPod Nano anschließen kann. Und dann kann man über den iPod Nano seinen Trainingserfolg oder seinen Trainingszeiten, Trainingsschrittgeschwindigkeit überhaupt, später auswerten, die werden auf Nano gespeichert und man hat zusätzlich die Möglichkeit, Musik abzuspielen, die der Laufgeschwindigkeit angepasst ist und man hat zum Beispiel auch die Möglichkeit, sogenannte Power-Musik, also eine Musik, die man sagt, die motiviert mich besonders, kann man auf Knopfdruck jetzt direkt abspielen, um noch ganz viel tollere Ergebnisse zu bekommen und ja, das gibt es in den neuen Nike-Schuhen, gibt es noch nicht in Deutschland, kommt aber sicher bald und ja. Nee. Aber wo will man in Deutschland damit hin zum Laufen gehen? Es regnet ja dauernd. Ja, das macht nichts. Das Zeug geht bei Nässe wenigstens auch kaputt. Neue Versionen von Mozilla Firefox und Thunderbird. Richtig. Beim Firefox ist die Version 1.5.04 veröffentlicht worden und ebenso auch beim Thunderbird. Tja, was hat sich geändert? Jetzt werden sich viele fragen, ja Mensch, schon wieder ein Update. In den letzten Wochen waren es wirklich viele. Das aber wir sehen, es geht in die richtige Richtung. Und dieses Mal ist es wirklich wichtig, also richtig tolle Updates. Es werden wieder Security- und Stabilitätsprobleme behoben. Der Eintrag beim Firefox speziell hat man 12 Fixes vorgenommen. Ich glaube, 5 davon waren nur kritisch, also aber ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass sowas natürlich gemacht wird. Richtig. Und ganz was Besonderes, jetzt wenn ihr denkt, ihr seid Thunderbird-Fans und ihr wollt ihn unbedingt benutzen, jetzt könnt ihr ihn auch auf dem neuen Mac benutzen. Genau. Denn der Intel Core wird jetzt richtig unterstützt und zwar gibt es jetzt ein Universal Binary Update für den Thunderbird. Richtig. Außerdem natürlich noch, wenn auch Thunderbird und Firefox abgedatet worden sind, wurde auch der SeaMonkey abgedatet, da der ja auf derselben Engine läuft. Es ist klar, die Updates und Bugfixes konnten natürlich auch in SeaMonkey übernommen werden. Ja, aus diesem Grund auch eine neue Version vom SeaMonkey verfügbar. Windows Media Player 11 Beta erschienen. Microsoft hat die neue Beta vom Windows Media Player herausgebracht. Eine Sache sticht sehr ins Auge. Das Aussehen hat sich geändert. Ist jetzt sehr ähnlich wie iTunes, nur schwarz, zweispaltig und nicht mehr wie der alte Media Player. Es gibt noch eine Sache, die neu ist, und zwar die Integration von MTV Urge, dem Musik-Download-Portal, also wo man
gegen Bezahlung natürlich Musik herunterladen kann. Und ja, das Ganze ist halt als eine Music Suite, über die man Musik verwalten, kaufen und abspielen kann. Okay. Genau. Und was noch die meisten wahrscheinlich interessieren wird, es gibt ja viele iPod-User, die nur darauf warten, ihren iPod mit allen möglichen Programmen zu synchronisieren. Genau. Tja, Pech gehabt. Media Player 11 unterstützt das auch nicht. Gut, muss man halt weiterhin mit iTunes arbeiten. Da bleibt Microsoft ihrer Linie sehr treu. Das stimmt. Ubuntu Linux Dapper Drake erschienen. Lang haben wir gewartet, lang habt ihr gewartet, lang haben viele andere schon auch gewartet. Ubuntu hat die neue Version Dapper Drake herausgebracht. Ja, die ganzen versprochenen Features wie XGL und Compass und wie es alles noch heißt. Bildverwaltung, lalala. Genau, ist alles dabei. Funktioniert wunderbar, sieht sogar noch ein bisschen fescher aus als früher. Besonders, was einem sofort ins Auge sticht, ist der Startbildschirm. Aber ich würde sagen, da brauchen wir nicht viel drüber reden. Eben. Da, wie gesagt, wir nachher Ubuntu auf unserem Home-Server installieren werden. Und da werdet ihr euch selbst ein, zwei Blicke drauf werfen können und euch von den neuen Funktionen, soweit wir sie zumindest benutzen, überzeugen können. Wie ihr jetzt seht, haben wir ein paar Umbauarbeiten vorgenommen. Wir haben jetzt hier mal unseren kleinen Tower aufgebaut, das ist ein Mini-Tower. Und wir werden euch jetzt zeigen, anhand dieses Towers, gleich mal vorweg, das ist kein High-End-Rechner, wäre auch völlig nutzlos für einen Server. Genau, der Server muss nichts Besonderes tun, der muss Dateien ausliefern und der muss ein bisschen E-Mails abholen und so, das reicht. Also das ist jetzt ein 1 GHz-Rechner, das reicht völlig aus. Also da muss nichts besonders Tolles rein. Also ihr müsst da keine 400 Euro ausgeben, da schaut ihr mal, wo ihr den billigsten herkriegt. Sollte auf jeden Fall ein Pentium-Prozessor sein. Oder halt vergleichbar, also mehr als 1 GHz soll es schon haben, weil die meisten Betriebssysteme dann einfach besser laufen. Oder halt ein Atlin XP mit entsprechender Leistung. Also das ist gerade egal, aber halt ungefähr die Leistungskategorie wäre genau das Richtige. Okay. Und ja, dann schauen wir uns das Gehäuse mal von innen an. So, hier unter diesem großen Kühlkörper versteckt ist die CPU, also der Prozessor selbst, das Ding, das 1 GHz leistet. Da jetzt Wärmeleitpaste und sonstiges dazwischen ist, nehmen wir das ganze Ding jetzt nicht auseinander, weil das möglicherweise eine riesige Barzelei wird und die wir uns natürlich hier sparen wollen. So, da wo mein super Schraubenzieher hin zeigt, da befindet sich jetzt in diesem Fall ein Intel-Chipsatz, das ist die Northbridge. Und natürlich, wenn ich sage, es gibt eine Northbridge, muss es auch eine Southbridge geben und die logischerweise sich natürlich auch im Süden oder beziehungsweise unten befindet. Der Chip ist ein bisschen kleiner in dem Fall und ist eben hier. Es ist gut möglich, dass eine von beiden oder sogar beide mit aktiven Kühlern versehen sind. Das ist bei neueren Boards so gängig, weil die einfach jetzt mittlerweile wesentlich mehr Wärme entwickeln genau. als vorher. Der Bustakt hat sich einfach erhöht in der letzten Zeit und ja, umso schneller so ein Ding läuft, umso wärmer wird das Ganze auch. Also mit einer CPU, einer North- und einer Southbridge ist es natürlich nicht getan. Wir haben noch ein paar mehr Komponenten, zum Beispiel hier die Speicherbänke, die zwei schwarzen Dinger hier. Da können wir SD-RAM in dem Fall reinbauen. Neuere Rechner haben dann zum Beispiel DDR-RAM oder ja, ansonsten RAM. In dem Fall haben wir jetzt hier einen 256 MB Speicher. Davon werden wir nachher zwei einbauen. Und wie gesagt, die kommen da rein. Das ist der Arbeitsspeicher, der Zwischenspeicher, sowie das ja, Kleinhirn des Rechners, wo kurz Sachen zwischengespeichert werden. Natürlich braucht man noch ein paar mehr Komponenten, um einen Rechner vollständig zu machen. Beispielsweise, wo mein Schraubenzieher jetzt im Moment hin zeigt, ist der AGP-Port. Dieser ist recht wichtig, weil da kommt die Grafikkarte rein. Und mit Grafikkarten kann man zum einen bei High-End-Rechnern Spiele spielen. Oder einfach nur mal den Monitor ansteuern, wenn man keine Onboard-Grafik hat. Die Grafikkarte, wir haben jetzt auch wieder mal so ein Low-Price-Ding. Kann man sich hier anschauen, das sieht so aus. Die Steckplätze passen selbstverständlich genau so in den Slot rein. Also soll es nicht leicht reingehen, dann da nicht versuchen, irgendwie diese Kanten anzuritzen und das irgendwie da reinzubringen, weil dann macht man zum einen die Grafikkarte kaputt. Und zum anderen vielleicht auch das Mainboard. Um größere Datenmengen dauerhaft zu speichern, wäre der Arbeitsspeicher nicht wirklich sinnvoll. Aus diesem Grund gibt es Festplatten. Mit den Festplatten wird mittels Magnettechnik Daten auf ja, Magnetscheiben gespeichert. Und wenn man die Spannung
wegnimmt, verfallen diese Daten nicht, so wie beim Arbeitsspeicher, sondern bleiben drauf gespeichert. Das heißt, hier auf so einer Festplatte, die natürlich normalerweise ohne diesen Rahmen kommt, kann man einfach die größeren Mengen von Daten speichern. In dem Fall haben wir jetzt hier eine 20 GB Festplatte, ist auf jeden Fall ausreichend für den Rechner. Was ich jetzt schon mal vorbereitet habe, ist ein CD-ROM-Laufwerk. Das könnte auch ein Brenner sein, könnte auch ein DVD-Laufwerk sein, könnte auch ein DVD-Brenner sein. Die ähneln sich von außen her alle fast zu 100%. Ja. Mal sieht es hier vorne, mal ist es grau, mal ist es silber. Könnte auch schwarz sein, aber das ändert auch nichts daran. Man sieht immer hier an der Stelle zum Beispiel bei dem, dass es ein CD-Laufwerk ist, weil nur Disk draufsteht. Wenn es ein DVD-Laufwerk wäre, steht DVD drauf und plus R oder minus R oder plus RW, da erkennt man, ob es ein Brenner ist oder nicht. Da die Mikroelektronik auf dem Mainboard relativ empfindlich ist, können wir natürlich da keine 220 Volt durchjagen, sondern wir brauchen ein Netzteil. Das Netzteil, ja, ist die Spannungsversorgung, kennt man auch sonst von allen möglichen elektrischen und elektronischen Geräten. Regelt die Spannung runter auf einmal 5 und einmal 12 Volt und werden durch sogenannte DIN-Stecker mit den Komponenten verbunden, wie zum Beispiel den Festplatten, den Diskettenlaufwerken oder den CD-Laufwerken, und beliefern den und unter anderem auch das Mainboard mit Strom, damit der PC überhaupt läuft. So, und jetzt Sparfüchse, aufgepasst: Wenn ihr euch ein Netzteil kauft, dann achtet darauf, dass es möglichst neues ist. Zum einen brauchen die deutlich weniger Strom als die alten Klötze, und dann schaut, seid nicht größenwahnsinnig. Für einen Rechner tut es ein 300 Volt Netzteil, 300 Watt Netzteil auf jeden Fall. Also für einen Server allemal, es sei denn, ihr wollt irgendwie 5 Grafikkarten damit betreiben und 7 Prozessorkerne. Also man muss es hier zum Beispiel sehen, das ist ein 145 Watt Netzteil, also das ist nichts Besonderes. Es braucht kein 600 Watt Netzteil, es sei denn, man hat einen riesen High-End-Spielerechner mit 2 Karten im SLI-Modus und 5 Festplatten und was weiß ich was. Also da wirklich mit dem PC-Händler reden und sagen, ich brauche nur kleine Hardware, was brauche ich? Also da braucht man auf jeden Fall nicht so viel Geld investieren, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Ja. Möchte ich euch noch die PCI-Steckplätze zeigen. Hier haben wir 3 an der Zahl. Was kann ich in PCI reinstecken? Also in PCI passt eigentlich fast alles rein. Es gibt Grafikkarten für PCI, es gibt Netzwerkkarten für PCI und es gibt Soundkarten für PCI, es gibt WLAN-Karten für PCI, es gibt eigentlich alles für PCI. Genau, also wirklich alles Mögliche. Für unseren Server ist es auf jeden Fall elementar, dass er irgendwie ins Netzwerk kommt. Und die sicherste Methode, ins Netzwerk zu kommen, ist nach wie vor über Kabel. Und deswegen Netzwerkkarte einbauen. Genau, es sei denn, es ist eine Netzwerkkarte schon integriert auf dem Mainboard, dann brauchen wir das Ganze natürlich nicht. Es sei denn, man will das Ganze zum Beispiel als Router benutzen, dann bräuchte man 2 Netzwerkkarten. Aber das kommt natürlich darauf an, wie versiert man da ist und ob man das sich so einrichten möchte. Nachdem wir jetzt die verschiedenen Komponenten des PCs kennen, kommen wir zur nächsten Stufe, und zwar dem Einbau. Wir haben uns mal in die Form von RAM-Blöcken verwandelt. Und wir werden uns jetzt dahin setzen, wo wir hingehören. Eben. Also genau, Tino setzt sich schon mal da rein. Und jetzt einfach kräftig drücken. Nicht zu fest. Also die Dinger müssen schon sitzen, müssen schon reindrückbar sein. Dann schnappen auch die Nasen von selbst zu. Und ich gehe gleich mal hinterher. Und schon sind wir drin und fühlen uns hier sehr wohl. So, jetzt haben wir einen Rechner, der einen Prozessor hat, RAM hat und Daten speichern kann, aber wir können noch kein Betriebssystem installieren, weil wir einfach kein CD-ROM-Laufwerk haben oder brennen. Auf jeden Fall zeige ich euch, wie man das einbaut. Es gibt hier vorne so spezielle Slots. Da passt die Form des CD- oder DVD-Laufwerks perfekt rein, und dann durch einfaches Schieben passt man es ein, dass es hier vorne plan ist, und anschließend schraubt man es am besten an beiden Seiten fest, damit es später keine Dynamik entwickeln kann. Genau, einfach kurz 2 Schrauben fixieren pro Seite und schon sitzt das Ganze wie angegossen. Und jetzt brauchen wir noch das zweite Kabel nehmen, das bei dem Rechner noch im Gehäuse rumfliegt, und das stecken wir genau wieder bei der Festplatte einfach hinten an. Dieselbe Funktion mit den Nasen gibt es hier auch.
Das heißt, man läuft auch hier nicht Gefahr, das Ganze falsch rum anzuschließen. So, wo der Basti jetzt gerade im Moment drauf zeigt, ist der Onboard-Grafik-Karte, der Onboard-Grafik-Port. Sollte euer Mainboard über diesen Port verfügen, benötigt ihr den nächsten Schritt nicht. Wir bauen nämlich die AGP-Grafikkarte ein. Genau, den Grafikport könnt ihr immer erkennen, da er immer blau ist. Daran ist er sofort zu sehen, da er ähnlich aussieht wie der Comport oder der Gameport. So, hier haben wir wieder unsere Grafikkarte, die habt ihr vorhin ja schon mal kennengelernt. Und natürlich müssen wir Grafikkarten auch in den AGP-Port einbauen und natürlich anschließend auch verschrauben. Dafür setze ich sie natürlich möglichst gut ein und achte, dass hier diese verschiedenen Spacer auch an den richtigen Positionen sind und danach drücke ich sie einfach mit einem leichten Druck hinein und es muss passen. Wenn das Ganze nicht ohne Probleme funktioniert, ist irgendwas falsch. Also auf keinen Fall hier mit besonders viel Druck arbeiten, da man sonst ganz leicht einfach sein Mainboard zerlegen kann. Und ja, das ist vielleicht nicht unbedingt das, was man machen möchte. Festgeschraubt, sitzt, passt und ist fertig. So, jetzt im Moment zeigt der Basti auf eine andere Onboard-Komponente. Und zwar, das ist die LAN-Komponente. Wie ihr auch daneben erkennen könnt, steht in Riesenbuchstaben LAN. Es unterscheidet sich natürlich von Mainboard zu Mainboard, ob es jetzt eine 10, 100 oder gar eine Gigabit-LAN-Onboard-Chip ist. Das müsst ihr natürlich dann in dem Herstellerhandbuch entnehmen oder ausprobieren. Wir haben euch ja vorhin eine Netzwerkkarte gezeigt, die PCI-Slot verwendet. Zum PCI-Slot bleibt eigentlich nur zu sagen, vom Einbau her ist es eigentlich analog zu der Grafikkarte, nur dass der Slot einfach ein bisschen anders ist und die Spacer an anderen Positionen sind. Also jeder, der versucht, eine PCI-Karte in AGP-Port einzubauen, wird merken, es geht nicht oder es ist ein handwerkliches Genie. Das ist richtig. Den Stecker, den man jetzt sieht, ist dafür da, um das Mainboard mit Strom zu versorgen. Der muss mit dem entsprechenden Stecker des Netzteils verbunden werden und somit bekommt das Mainboard dann auch seine Spannung. Natürlich hat sich das im Laufe der Zeit auch schon wieder etwas verändert, da neuere Grafikchips einfach mehr Strom brauchen als vorher. Und dazu kann es kommen, dass man auf seinem Mainboard nicht nur einen so einen Stecker findet, sondern zwei oder eventuell zwei unterschiedliche. Ja, genau. Aber im Endeffekt kann man nichts falsch machen, da die Stecker immer am Netzteil ganz klar gekennzeichnet sind. Powerstecker schauen im Endeffekt immer mit diesen langen, röhrenförmigen Steckern und wo besonders viele Kabel hingehen. Also da gehen ca. 20 oder mehr Kabel rein und die anderen sind jeweils immer nur mit vier Kabeln bestückt und so kann man das Ganze nicht auseinanderhalten. So, wir wollen das Spielzeug jetzt mal einbauen. Dieser Rechner hat eine kleine Besonderheit. Er hat zusätzlich einen CPU-Lüfter, der ans Netzteil angebaut oder ins Netzteil integriert ist. Das haben die meisten anderen PCs nicht, aber man braucht sich nicht daran stören. Der muss jetzt im Endeffekt halt sorgt nur dafür, dass die warme Luft von der CPU durchs Netzteil rausgeblasen wird. Man richtet am Schluss einfach das Netzteil so aus, dass man die Schraublöcher findet, die nach außen führen und schraubt das Netzteil dann mit vier Schrauben fest. Und verkabelt am Schluss die vorhin schon erwähnten Komponenten, wie die Festplatte, das CD-Laufwerk. Man sollte natürlich die Schraube gut reinmachen, aber das ist jetzt in dem Fall mal nicht so wichtig. Und besonders das Mainboard, das Ganze klickt fest, hat auch so eine Haltenase. Ist ein bisschen, zumindest bei dem Gehäuse, eine ziemliche Fuselarbeit, da das Ganze sehr kompakt ist, aber umso größer das Gehäuse ist, umso leichter fällt die Montage. Und sonst zu allen anderen Komponenten, wie hier zum Beispiel zum CD-Laufwerk, kommt man ganz leicht einfach reinschieben. Man kann die Stecker nur in einer Position reinschieben, da sie, wie man hier sehen kann, an den Ecken
hier keine 90 Grad Winkel haben und an diesen Ecken schon. Das heißt, es gibt nur eine Möglichkeit, das Ganze einzustecken und man kann es so also nicht verpolen oder sonst irgendwas falsch machen. Und wenn man das zum zweiten, dritten, 500. Mal gemacht hat, hat man dann auch schon eine Routine und man schneidet sich nicht an den harten Kanten des Gehäuses die Hände blutig. Zumindest nur noch selten. So wie ihr richtig vermutet, hat der Basti gerade einen Blackout und sein Akku ist leer. Ich habe ihn gerade mal in seine Ladestation gebracht und wie ihr sehen könnt, ist es dieses viereckige Gerät auf seinem Kopf. Er wird in ein paar Sekunden wieder einsatzbereit sein, währenddessen rede ich jetzt einfach hier sinnlose Geschichten. Ah ja, okay, Basti ist schon soweit. Manche Leute... Sein Ladegerät übrigens auch hervorragend benutzen, um Gehäuse zu schließen, was wir jetzt in diesem Fall machen. Auch das Gehäuse hat Haltenasen, die natürlich meistens sehr widerspenstig sind, so wie Murphy das will. Und hinten einfach mit vier Schrauben, wie hier mit den Rändelschrauben, einfach reindrehen. Das ist natürlich besonders toll, wenn man keinen Schraubenzieher braucht und die Schrauben immer dran sind. Zack, festgeschraubt, das Ganze sitzt fertig und fertig zum Laufen. Also ihr habt jetzt gesehen, wie ihr einen Rechner zusammenbaut, wie ihr die verschiedenen Komponenten einsetzt. Und jetzt müsst ihr nur noch eins machen, und zwar ein Betriebssystem eurer Wahl installieren. Wie ich am Anfang schon angekündigt habe, werden wir Ubuntu Linux verwenden. Und das haben wir für euch einfach mal vorbereitet. Wir haben das in einem kleinen Clip, wie ihr das von uns gewohnt seid, vorbereitet. Da könnt ihr euch die Installation anschauen und auch schon mal einen ersten Überblick von Ubuntu bekommen. Genau, und ihr werdet direkt sehen, die Installation von Linux ist kein Hexenwerk, sondern geht wirklich mit Ubuntu sehr, sehr leicht von der Hand. Viel Spaß, schaut sich an. Wir sehen uns gleich wieder. Sobald man die Ubuntu C einlegt und von ihr startet, sieht man diesen Bootscreen. Wie hier gesagt, for the Default Live System, press Enter. Das machen wir und das Live System startet. Live System bedeutet, dass das System komplett von der CD startet und erst danach installiert wird. Also die Installation können wir nachher nachholen. Und jetzt werden hier die einzelnen Teile des Systems von der CD geladen und dahinter sieht man OK. Wenn hier irgendwo Failed steht, bedeutet das natürlich, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Dann sollte man sich die Meldung davor ansehen und gegebenenfalls den Fehler beheben. Man sieht anhand der Fehlermeldung, woran es liegt. Wenn irgendwo Fail steht, heißt es allerdings noch nicht, dass es nicht unbedingt funktioniert. Einfach trotzdem mal probieren. Dauert jetzt einen Moment, da es von der CD startet. Wie wir am Bootscreen und an der Musik gehört haben, ist Ubuntu jetzt gestartet und wir sehen hier schon den Desktop. Und vor allem fällt uns direkt auf, hier ist ein Install-Icon auf dem Desktop. Das klicke ich mal an, dann startet der Installer. So, und momentan dauert es etwas, da alles von der CD direkt noch starten muss. Und das dauert natürlich ein bisschen länger. Wir sehen hier, der Installer ist aufgegangen. Jetzt wählen wir die Sprache aus. Wir nehmen natürlich Deutsch. Müssen wir noch finden. Natürlich vor E. Mal weiter. Jetzt will der lieber unsere Zeitzone wissen. Die ist normalerweise richtig eingestellt, wenn sie denn im BIOS gesetzt ist. Tastaturbelegung wird automatisch gezogen normalerweise. Wenn man natürlich ein anderes Tastaturlayout benutzt, muss man das einfach hier eingeben und fertig ist das. So, Benutzerdaten werden hier abgefragt, da gibt man seinen Benutzernamen ein. Erstmal den normalen Namen, hier jetzt den Benutzernamen, den man später auch zum Login benötigt. Ein Passwort. Das Ganze nochmal bestätigen. Der Name des Computers darf nicht zu lang sein, er beschwert sich jetzt auch gleich. Dann nehmen wir jetzt einen kürzeren Namen, da wir einen Home-Server einrichten, nehmen wir dann das Wort Home-Server. Es geht weiter. Mit dem Namen wird der Rechner nach einem Netzwerk gefunden. Ja, also das ist wie der Rechnername bei Windows. So, wir bekommen gleich die Möglichkeit hier zu partitionieren. Wenn man Windows schon mal installiert hätte, also auf derselben Platte, dann würde er jetzt das Ganze verkleinern und Windows zusätzlich installieren. Wir haben hier aber eine ganze Platte nur für das Ubuntu reserviert und übernehmen die komplett.
Normalerweise sind aber die Einstellungen, die hier vorgeschlagen werden, auf jeden Fall in Ordnung. Das Ganze dauert jetzt einen Moment und jetzt könnten wir die Installation starten, wenn wir das wollen. Es wird uns nochmal alles angezeigt, was ja, gemacht wird. Und die Daten von Ubuntu werden auf die Festplatte kopiert, das Ganze wird konfiguriert und die Festplatte wird partitioniert. Also im Endeffekt kann die Installation jetzt sofort losgehen. Ja, das dauert jetzt einen Moment und wir sehen uns wieder, wenn die Installation durchgelaufen ist. Die Installation ist gleich fertig. Wir sehen, dass Ubuntu noch alles aufräumt, was nicht benötigt wird. Das ist natürlich sehr schön, da so Platz gespart wird. Und wie man sehen kann, war die ganze Installation eigentlich kein Kunststück. Sobald das Ganze jetzt durch ist, können wir die CD aus dem Laufwerk nehmen. Und das nächste Mal, wenn wir den Rechner starten, war es das auch. Nun startet Ubuntu direkt von der Festplatte und ist danach deutlich schneller, da natürlich die CD nicht mehr benutzt werden muss, die natürlich sehr viel langsamer ist, als wir das vom ganz normalen CD Ubuntu gewohnt sind. Jetzt sagen wir hier noch an der Stelle Restart Now. Am Schluss werden wir auch darauf aufgefordert, dass uns die CD ausgeworfen wird. Das machen wir bitte dann auch erst dann, wenn das System soweit ist. Ja, und am Ende war es das, wie gesagt, Restart Now. Der Rechner startet dann neu und das Ubuntu ist fertig installiert. Ja, das war's auch schon. Jetzt wisst ihr, wie ihr Ubuntu auf euren Server bekommt. War nicht besonders schwierig. Aber da wir ja dieses Mal eine kürzere Show machen wollen oder grundsätzlich eine kürzere Show machen wollen, machen wir jetzt auch einen Cut und hören im Endeffekt jetzt auf und machen dafür nächste Woche weiter. Hat natürlich einen großen Vorteil. Ja, ihr könnt euch jetzt einen möglichst billigen Rechner besorgen, ersteigern, wie auch immer. Es bleibt euch überlassen. Am besten nicht irgendwo einbrechen. Genau. Ist ja strafrechtlich nicht ganz okay. Genau, ihr wisst ja, Diebe sind auch Verbrecher. Auf jeden Fall, wenn ihr die Komponenten habt, baut ihr sie einfach zusammen und in nächste Woche schaut ihr wieder rein. Dann zeigen wir euch nämlich, wie ihr einen Mail-Server installiert. Genau, wie ihr den Web-Server installiert. Wie ihr einen FTP-Server richtig einrichtet. Genau, und wie ihr einen Samba-Client oder Samba-Server aufsetzt, mit dem ihr dann praktisch das Ganze als Dateiablage benutzen könnt. Genau, ich würde sagen, das war's für dieses Mal. Wir gehen und denkt immer dran, die nächste Sendung ist wie immer die beste.